Chalvea kocht. Heute Tomaten-Wurstsalat. Das ist mein Lieblingsrezept aus Kindheitstagen. Zuerst schneiden wir die Tomaten. Also erst alle halbieren, Strunk raus. Der Länge nach schneiden. Und auch nochmal kleiner machen, alle zusammen. Dann schneiden wir die Zwiebeln. Wie das geht, habe ich euch oben verlinkt. Und dann können wir optional Wurst mit reinmachen. Das ist für mich vom Aroma her eigentlich substanziell. Aber es geht auch wirklich die vegane Variante. Das ist ganz lecker. Dann kommt noch Olivenöl dazu. Balsamico-Essig. So ein grober Esslöffel, immer abgemessen. 2 Stück für den Essig. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Das kann man immer noch gut nachwürzen hinterher. Dann wird das gemischt und ziehen gelassen. Und eigentlich ist dann schon fertig. Das ist super erfrischend. Ich wünsche euch einen guten Appetit.